Habt ihr keine Lust mehr, Daten zu verlieren? Dann downloadet euch jetzt die Gratis-Variante der ECOS-Datenwiederherstellungssoftware. Mehr Details in der Beschreibung. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Gridmap. Weil ich dachte, wir machen heute was ganz Lustiges. Ihr seht hier alle möglichen kleinen Fahrzeuge, die wir haben, aufgestellt. Peachen, Picobella, glaube ich, Miata, Covet, Pessima schön stanced, EDKI nicht schön, aber... Also der ist ganz nicht schön. Und dann haben wir noch Bracco Le Grand. Und da hinten, wenn wir uns nach rechts drehen, haben wir einen Sonnenaufgang, aber auch mehrere Fahrzeuge. Wir haben hier ein H-Series, weil ich dachte mir, in diese schöne Reihe an Autos werden wir immer schwerere werdende Fahrzeuge reinpacken, bis wir am Ende der Folge beim Superhero-Bus ankommen, der natürlich schön mit seinen 5000 gefühlten km/h da reinknallt. Aber 300, 400 wird er schon erreichen, denke ich, bis dahin. Das heißt, der wird am Ende hier rein, von das Fenster rein. Aber am Anfang wollen wir rein... In den H-Series würde sich nämlich gewünscht, dass wir mit dem häufiger fahren. Und ja, ich würde sagen, top, die Wette gilt. Es gibt zwar keine Wette, aber trotzdem können wir das sagen, oder? So, mal schauen, ich bin mal gespannt. Der dürfte noch nicht zu viel Schaden anrichten, weil so schwer ist er nicht und so schnell auch nicht. 74. Mal schauen. Okay, wir sehen schon mal, wie sie alle aufeinander auffahren. Das dachte ich mir, dass das passiert, dass der unter den Covid rutschen wird. Okay, der knallt sogar hoch, aber jetzt ist einmal durchgegangen, die Welle. Jetzt knallen sie langsam alle nacheinander auf. Okay, der Covid hier steigt ziemlich hoch. Und jetzt ist er, glaube ich, am Ende angekommen, oder? So, ein bisschen unangenehm mit dem Covid. Wäre jetzt auch nicht so angenehm, hier zu sitzen, wenn du so einen Wagen über dir hängen hast. Und denkst, oh, da könnte ich irgendwann runterknallen. Tür auf. Und wegrollen. Ganz simpel. Tja. Der Master ist auch ein bisschen hoch. Und sonst hier. Der hat natürlich böse abbekommen. Der Bruckle hier. Der Bruckle Le Grand. Der hat es ziemlich böse abbekommen. Wie sieht es innen aus? Da geht es noch. Also, das Vorteil vom Kofferraum, ne? Okay, das ging ganz gut aus. Für alle da Beteiligten. Dann wollen wir mal gucken, wie es aber ausgeht für die, wenn wir einen anderen Wagen nehmen. Was schweres. Was haben wir schweres als den HCs? Ich denke mal, der Roma ist schwerer, oder? Der Roma dürfte definitiv schwerer sein. Wo haben wir den Roma? Aber das ist immer die Frage. Finden von Fahrzeugen hier, diese Menü ist nicht meine Stärke, das wisst ihr. So, vor allem wenn die so neutrale Farben haben. Nehmen wir mal Master Ranch. Oder Fire Chief. Nehmen wir den Fire Chief, oder? Bleiben wir hier schon bei dem roten. So. Dürfte auch ein bisschen schneller sein als der H-Series. Ist er? Ja. Und dann wollen wir das natürlich mal angucken. So, mit 75 etwa. Jetzt kommt, jetzt schieben sie sich alle aufeinander, wie ihr seht. Und jetzt geht's auf den Pigeon über. Und der drückt jetzt vorne gegen und jetzt drückt sich's alles wieder zurück. Okay. Das wird sehr interessant, wenn wir hier die großen Geschütze ausfahren. Die Truck und so weiter. So, das ist relativ gut. Ihr seht, der... Hey, lass los, komm, sei nicht so anhänglich. Danke. Der H-Series hat kaum was abbekommen, weil sich das halt eben da richtig, oh ja, richtig schön abfängt. Das ist wie ein riesen Stoßdämpfer. Das ist jetzt aber zu verlockend. Oh ja. Oh, haha. Okay, das macht Spaß. Das muss gemacht werden. Da muss ich jetzt ein paar Mal rein donnern, tut mir leid. Dann machen wir weiter mit dem Zerquetschen. Das ist aber zu geil. Tschüss, Piccolina. So. Den Rückwärtsgang haben wir übrigens auch. Zeigen wir mal den Pigeon. Okay. Dann kann man nochmal hier schaffen, was raufzufahren auf den. Mal sehen. So, ja. Das ist schon mal das erste Rad. Wir haben jetzt eben keine Offroad-Variante. Das ist jetzt blöd. Ach, komm. Ja, okay. Ich gebe zu, der Miata-Stadt ein bisschen Hammer ab. Danke. So, ich will schön auf den rauffahren. Ja. Oh, 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 oh. Au, au. Okay, das war's. Oh, jetzt ist es. Packen wir was Schweres aus. Heavy Duty D-Series. Also Super Duty effektiv. Was haben wir denn da so? Nehmen wir erstmal den Morada. Der sieht böse aus, oder? Und der hat bestimmt ziemlich viele sportliche Sachen. Ja, der hat einen Supercharger. Das hört man schon. Vom Gewicht her wahrscheinlich nicht viel schwerer.
aber um einiges schneller. Und da dreht sich geht die Kette nach vorne durch. Und jetzt dürft sie wieder alle aufeinander hauen. Und jetzt geht der Korbett hoch. Das ist ganz lustig, das zu sehen. Der LeGrand geht's immer weiter ab. Also ich meine, den hier geht's eigentlich alle noch gut, ne? Abgesehen von dem Hals, der beschwert sich. Nacken. Weil er einen richtig schönen Schlag kriegt, das ist jetzt auch nicht so bequem, glaube ich. Aber sonst ist eigentlich ganz gut. Okay, wir brauchen was Schwereres. Was viel Schwereres. Also Heavy Duty D-Series. Richtig schön Dually. Sowas ist toll. Ja, nötig, Biest. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Anschwung. Gehen wir noch ein bisschen nach hinten. So, nicht in den Bus reinknallen, danke. So, und wie schnell werden wir? Kommen wir auf 100? Ja. Oh wow. Oh, da geht's ziemlich hoch davor, ne? So, wie sieht der Pigeon aus? Das geht. Oh, hallo Miana, da kann man uns ein bisschen entgegen. Und hier Covid ist auch ein bisschen hoch. Der Miana ist mittlerweile zur Seite gefallen. Autsch. Und jetzt fängt mittlerweile auch der ETKI an. Ein bisschen unpraktisch aussehen, sagen wir es mal so. Kommen wir hier wieder raus? Wenn wir den loskriegen, ja, okay. Machen wir nochmal so einen schönen Seitenrandmanöver. Vielleicht nachdem wir das hier abgezogen haben. Tschüss. Sieht nicht mehr ganz so praktisch aus, die Front hier, von dem Truck. Aber egal. So. Einlenken. Oh, wow. Kaum was passiert bei uns, aber hier. Sieht nicht mehr so nett aus. Sieht nicht mehr so nett aus. Was haben wir noch Schwereres? Wir haben Cargo-Box-Abfahrt oder Ambulanz. Sollte ziemlich schwer sein, oder? Cargo-Box-Abfahrt, wir können ja mal was in den reinladen. Komm. Das machen wir so selten. Ja, wie kann ich deine Dings öffnen? Wie war das? Ist was? Machen wir das anders. Wobei. Machen wir eine separate Folge. Weil das jetzt alles aufzubauen dauert zu lange. Das will ich nicht in der Aufnahme antun. So. Maschinen. Mal sehen. Wie es bei dem ausgeht. Machen wir mal Echtzeit. Oh, wow. Tschüss. Nicht ganz so schlimm, wobei jetzt sind beide zur Seite geknallt. Aber. Was ist dieser Hell? Mein Gott. Okay, jetzt fahren wir die schweren Geschütze auf. Truck. Erstmal der normale T-Series. Ich liebe den, dass sie es hinzugefügt haben, dass man alle Fahrzeuge mit einem Knopfdruck, zwei Knopfdrücken resetten kann. Das ist sehr praktisch. 52 km/h. Das hatte sich da. Oh, das wollte ich nicht. Au. Das hatte sich vorne viel mehr ausbreiten. Ja, dachte ich mir schon. Ich habe jetzt aus Versehen den weggemacht. Das gucken wir uns mal in Echtzeit an. Mal von hier. Kommt jetzt durch die Wand durch. Oh. Und hochgesprungen wird da. Da seht ihr, wie sich die Kraft schön verbreitet. Verteilt, weitergeht. Oh, Truck, hallo. Ah, will er durch? Kommt er durch? Er will durch, aber kommt er durch? Der Grand Wreck hat nicht immer. Oh, da nochmal gegen. Okay. So, dann wollen wir nochmal eine schwere Variante vom T-Series nehmen. So. Okay. Nehmen wir nehmen diesmal nicht die Varianten. Doch, nehmen wir. Aber machen ab vorne die Front. Wir machen die Front vorne ab, so rum. Wir machen die Front ab, das reicht. Front ist schon vorne. Destroyer Ramplow. Nur normaler. Nein. Nein. Heavy Duty Front Bumper. Genau. Ganz normal. Oh wow, das Ding geht schon ab. Das noch ohne Nitro. Dann machen wir mit Nitro. Oh wow. Oh, guckt euch das an. Oh. Das ist ein Haufen Autos. Ja, da ist nicht mehr viel übrig. Okay. Machen wir das mal mit Nitro. Jetzt können wir uns nochmal von vorne ankommt.
Also so ist auch gut. Und? Oh, wow. Autsch, guckt euch das an, wie wir draufstehen auf den. Okay, und zu guter Letzt würde ich sagen, komm's. Oh, ich wollte gar nicht, dass du hier rüberfährst. Holy shit. Ich wollte, dass der nach links fährt. Autsch. Okay, dann muss ich dich kurz aber rüberlenken. Hallo, ich sagte rüberlenken. Okay, dann lenken wir dich halt hier rüber. Komm. Komm, gib mir die Front. So, schaffen wir dich umzuleiten. Ja. Oh nein, jetzt will er wieder in die Richtung. Ah, hier lang. Da lang. Ja, fahr weg. Danke. Muss ich kurz wegleiten. So, wir nehmen nämlich. Ach, da war er. Den Bus. Sorry fürs Durchswitchen. So, du fährst da weg. Der wird gleich hinten entgegenknallen. Das werden wir nicht sehen können. Pardon. Wir sehen es nur ganz klein. Puh, das sah ziemlich böse aus. Okay. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Oh, wow. 400 km/h übrigens, über 400. Ein schräger Aufprall wird das hier sogar. Kommt die Wand an der Seite durch. Okay. Das ist wunderbar langsamer übrigens. Also das ist nicht irgendwie nur 5-mal langsamer oder so, das ist 100-mal. Also jede Sekunde dauert 100 Sekunden im Video. Fast 2 Minuten oder so. Okay, während das hier alles ist, übernehmen wir vielleicht lang. Tschüss Pigeon übrigens. War schön, dich gekannt zu haben. Das kann ich jetzt so hoch, die ihn zerfeddert. Oh, okay, und da hat sich PMG wieder zerhauen, weil das zu viel war. Wir haben ja noch ein paar schöne Feuerbälle übrig. Das war ziemlich spektakulär, würde ich sagen. Wir fliegen nochmal dem Truck rüber. Und ja, wie immer, wenn ihr einen Wunsch habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer DCG. Ciao.